Harry, komm jetzt. Harry, komm jetzt hier hin. Aber zackig. Hast du denn gar nichts gelernt? Harry! Hey! Harry, komm jetzt her. Na! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dogs TV. Mein Name ist Melanie und das schlafende Etwas hier ist meine Hündin Amy. Es ist extrem frustrierend, wenn der eigene Hund den Rückruf ignoriert, weil er dem anderen Artgenossen hinterherläuft oder vielleicht auch einem Blogger oder Radfahrer. Damit dein Frust bald ein Ende hat, erfährst du heute die 5 häufigsten Fehler, die du vermeiden solltest, damit auch dein Rückruf in Zukunft zuverlässig klappt. Wenn dir unser Kanal gefällt, dann drück jetzt noch schnell den kostenlosen Abo-Knopf, denn dann verpasst du kein Video mehr in Zukunft und dann legen wir los. Dass der Rückruf derzeit noch nicht in allen Lebenslagen funktioniert, das liegt daran, dass du den Rückruf bisher nicht trainierst, sondern ausprobierst. Ja. Und ausprobieren, das bedeutet, dass du den Rückruf mit der stillen Hoffnung auf Erfolg auch in von dir noch nicht kontrollierbaren Situationen einsetzt. Und dein Hund dann je nach Situation selber entscheidet, ob er den Rückruf befolgt oder ob er sich lieber für ihn spannenderen Dingen widmet. Dein Hund trifft hierbei keine Schuld, denn er lebt nur die Freiheiten aus, die du ihm ermöglichst. Viel Bewegungsfreiheit bedeutet für deinen Hund, dass er viele eigene Entscheidungen treffen kann. Und der erste und wichtigste Schritt, um vom Ausprobieren zum Trainieren zu wechseln, ist darum die Verwendung einer Schleppleine, wobei du das Ende der Schleppleine erstmal noch in der Hand behältst. So mehrere Monate Schleppleintraining, die können wirklich lebenslange Freiheit für deinen Hund bedeuten, da dein Hund erstmal lernt, sich an dir zu orientieren und er nicht mehr in Eigenregie durchstarten kann. Für das Training solltest du erstmal ein noch unbekanntes neues Rückrufwort wählen oder auch die Hundepfeife. Im Beitrag Rückruf aufbauen, da erfährst du, wie dein Hund lernt, den Rückruf zuverlässig zu befolgen. Versagt der Rückruf nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn ein Artgenosse am Horizont auftaucht, dann musst du natürlich genau diese Szenarien gesichert mit einer Schleppleine üben. Also bestelle dir in den nächsten Wochen mal unterschiedliche Hunde an zuvor abgesprochene und wechselnde Orte und vermittle deinem Hund, dass du darüber entscheidest, ob und wann Kontakt zum Artgenossen aufgenommen wird oder auch nicht. Im Beitrag Tipps Schleppleine, da erkläre ich dir, wie du den Fokus deines Hundes zurückerlangst, wenn er dich bei Sicht eines Artgenossen ausblendet. Bei meiner Amy, da versagte der Rückruf nicht bei Artgenossen, sondern bei Radfahrern. Also bei Sicht eines Radfahrers, da stellte Amy die Ohren wirklich komplett auf Durchzug und raste freudig hinter dem Radfahrer her. Ausprobiert habe ich das natürlich nicht mit einem fremden Radfahrer, sondern ich habe das mit einem von mir bestellten Radfahrer ausprobiert. Heute ist das alles zum Glück kein Problem mehr und der Rückruf ist in diesen Situationen sogar überflüssig geworden. Überflüssig darum, weil Amy gelernt hat, von sich aus erstmal Blickkontakt zu mir herzustellen, wenn ein Radfahrer auf der Bildfläche erscheint. Und diesen Blickkontakt, den erwidere ich dann mit einer kurzen Interaktion, von der ich weiß, dass sie Amy Freude bereitet. Es ist also wichtig, Dinge nicht nur zu verbieten, sondern natürlich auch als Hundehalter einen Ausgleich zu schaffen, durch den dein Hund einen Teil seiner Bedürfnisse dann gemeinsam mit dir ausleben kann. Im Beitrag Klicker bei Leinenaggression, da erkläre ich dir, wie ich das Radfahrerproblem gelöst habe und wie du das auch in Hundebegegnungen anwenden kannst. Der Rückruf, der wird häufig genutzt, um den Hund davon abzuhalten, einem für ihn spannenden Reiz zu folgen oder um den Freilauf zu beenden und den Spaziergang dann an der Leine fortzusetzen. Macht dein Hund jetzt vermehrt die Erfahrung, dass du ihn immer nur dann rufst, wenn du ihn von etwas abhalten möchtest, also von etwas Spannendem, so wird er sich beim Rückruf nicht mehr auf den Weg zu dir machen, sondern er wird sich erstmal wie eine Eule umschauen, weil er glaubt, etwas verpasst zu haben. Dein Hund, der hat durch die vergangenen Lernerfahrungen beim Rückruf also nicht mehr den Impuls, zu dir zu kommen, sondern er stellt sich die Frage, habe ich irgendwas verpasst, warum ruft die mich? Damit dein Hund den Rückruf positiv verknüpft, solltest du den Rückruf mäßig, aber regelmäßig und vor allem auch mal ohne einen offensichtlichen Grund einsetzen. Also befolgt dein Hund den Rückruf, dann motivierst du ihn auf dem Weg zu dir mit freudiger Stimme und auch mit einladender Körpersprache. Bei dir angekommen, da darf er nach deiner vorherigen Freigabe entweder wieder den kompletten Schleppleinenradius einnehmen oder bei einem entsprechenden Trainingsstand, da darf er natürlich auch erneut den Freilauf genießen. Ein anderes Mal leinst du deinen Hund nach dem Rückruf an der kurzen Führleine an, gibst ihm aber direkt im Anschluss dann noch 3 bis 4 kleine Futterstücke oder spielst ein kurzes Zerspiel mit ihm. Sei da wirklich kreativ, denn je positiver du den Rückruf und auch das Anleinen belegst, desto lieber wird dein Hund sich auf den Weg zu dir machen. Viele Hundebesitzer, die sprechen den Rückruf mit einer extra strengen Stimme, einem ernsten Harry. Blick und nach vorn geneigtem Oberkörper aus. Harry. Und dieses autoritäre Auftreten, das soll irgendwie die Erfolgschancen des Rückrufs noch etwas verbessern.
Doch meist geschieht genau das Gegenteil. Denn der Hund, der nähert sich nicht schnell und freudig an, sondern eher zögerlich und schnüffelt dabei vielleicht noch hier und da am Boden. Und dieses vermeintliche Trödeln des Hundes, das lässt den Hundebesitzer immer wütender werden. Die Stimmlage wird schärfer und die Körpersprache des Menschen aus Sicht des Hundes immer bedrohlicher. Für deinen Hund, der deine Tonlage und auch deine Körpersprache ganz genau interpretiert, da handelst du völlig widersprüchlich. Also deine strenge Stimme, der ernste Blick und der nach vorn geneigte Oberkörper signalisieren deinem Hund nicht, komm zu mir, sondern halte Abstand. Und diesem Wunsch nach Abstand, den kommt dein Hund natürlich nach, indem er beschwichtigende Verhaltensweisen zeigt, zu dem zum Beispiel auch eine zögerliche Annäherung und auch ein verlegenes Schnüffeln am Boden gehören kann. Da du das Verhalten deines Hundes falsch interpretierst, wirkst du unberechenbar auf deinen Hund. Denn dein Hund, der versteht natürlich überhaupt nicht, warum du immer negativer reagierst, obwohl er fleißig die weiße Fahne schwenkt. Ebenso kontraproduktiv wie ein zu strenges Auftreten ist ein sehr unsicheres Auftreten. Ein Hier mit hörbarem Fragezeichen und einem eher zusammengesunkenen Körper lässt dein Hund deine Unsicherheit natürlich sofort spüren und er wird den Rückruf nicht sonderlich ernst nehmen. Achte beim Aussprechen des Rückrufs also auf eine selbstbewusste und dennoch einladende Tonlage mit einem hörbaren Ausrufezeichen, das darf ruhig sein, und eine ebenso einladende Körpersprache. Das heißt, dein Körper ist aufrecht, dein Gesicht ist freundlich und während du noch ein paar Schritte einladend rückwärts gehst, sobald dein Hund sich dann auf den Weg zu dir macht. Für viele Hunde, da stellt der Mensch eine Art Selbstbedienungsladen dar, in dem das Angebot an Futter, Spielzeug, Aufmerksamkeit oder auch Streicheleinheiten groß ist. Hat der Hund einen Wunsch, so muss er sich gar nicht großartig anstrengen, um diesen Wunsch auch erfüllt zu bekommen von seinem Besitzer. Praktischerweise sieht der Mensch dabei sogar über die eine oder andere Respektlosigkeit oder auch überforderndes Verhalten hinweg, weil der Blick in das niedliche Hundegesicht natürlich fast alles verzeiht. Aus Sicht deines Hundes ist er aber dadurch derjenige, der die Spielregeln im Zusammenleben aufstellt und ihm wichtige Dinge mehr oder weniger penetrant auch durchsetzt. Und diese Lernerfahrungen, die dein Hund da durchsammelt, bewirken, dass dein Hund das Ausführen des Rückrufs auch erstmal abwägt und den Rückruf nur befolgt, wenn er gerade Lust dazu hat oder wenn ihm deine angebotene Belohnung gefällt. Damit der Rückruf funktioniert, muss dein Hund im Alltag gerne und vor allem auch ohne Futter, Spielzeug oder diverse Kommandos mit dir kooperieren. Er muss sich also als einen richtungsweisenden Orientierungspunkt ansehen und salopp gesagt sollte dein Hund den Rückruf befolgen, weil du es gerade so möchtest als sein Erziehungsberechtigter. Damit das funktioniert, benötigst du aber die Kooperation deines Hundes. Und diese erarbeitest du dir, indem du dir wichtige Benimmregeln durch dein souveränes Handeln und auch körpersprachliche Signale durchsetzt und deinem Hund situativ auch Grenzen vermittelst. Im Beitrag Grenzen setzen, da erfährst du, wie du körpersprachlich mit deinem Hund kommunizieren kannst. Der Rückruf, der wird erst dann zuverlässig gezeigt, wenn dein Hund dich und deine Anweisungen für voll nimmt und er zudem auch gerne und aus seiner eigenen inneren Überzeugung heraus zu dir kommt. Also murmelst du nach dem erfolgreichen Rückruf bisher ein Fein gemacht und tätschelst deinem Hund dabei kurz über den Kopf, dann stellt das für deinen Hund nicht wirklich eine Belohnung dar. Dein Hund, der spürt natürlich weder echte Freude von dir, noch wartet auf ihn etwas für ihn Lohnenswertes. Also seine Eigenmotivation, den Rückruf zu befolgen, hält sich dadurch natürlich in Grenzen. Sorge dafür, dass dein Hund den Rückruf mit etwas Positivem verbindet, beziehungsweise nicht mehr vorausahnt, was nach dem Rückruf als nächstes passiert. Also motiviere deinen Hund mit freundlicher Stimme und einladender Körpersprache, sobald er sich auf den Weg zu dir macht. Und bei dir angekommen, da lässt du dann eine Belohnung folgen, die deinem Hund wirklich Freude bereitet. Je nach Hundetyp kann die Belohnung eine von Herzen kommende soziale Interaktion mit dir sein, ein Spiel mit dem Spielzeug oder auch ein leckeres Stück Futter. Im Beitrag Belohnen, ja, nein, da erfährst du noch mehr darüber, wie falsch eingesetzte Belohnungen dir das Training unnötig erschweren können. Nutze den Rückruf mäßig, aber auch regelmäßig und anfänglich wirklich nur in von dir kontrollierbaren Situationen. Musst du den Rückruf nämlich sehr häufig nutzen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Orientierung deines Hundes an dir noch ausbaufähig ist. Mit einer guten Orientierung an dir wird der Rückruf dann nämlich zu einer Nebensache auf dem Spaziergang irgendwann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch von dir und besuch uns auch auf www.dogcv.de, denn da kannst du diesen Beitrag dann nochmal nachlesen. Amy und ich, wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ich muss dich gleich erstmal aufwecken und freuen uns aufs nächste Mal mit dir. Tschüss!